Was wollten Sie einmal werden? Und was sind Sie geworden? Traumberufe sind viele eigentlich. Es gibt viele geile Berufe. Manche würden Arzt, ja, manche würden vielleicht fliegen. Soldat ist auch ein guter Beruf. Oder Lehrer, fantastisch. Schauspielerin. So ist man dann auch bekannt. Ingenieur, okay. Vielleicht Pilot. Es gibt zahlreiche Berufe. Heutzutage sind wir wirklich so glücklich, dass wir zahlreiche Berufe zu wählen haben. Aber früher war das nicht so. Früher hatte man nur einige wenige. Man arbeitete bei der Regierung oder als Bauer oder es gab nur wenige Chancen. Aber heute kann man wählen. Aber trotzdem sind wir verwirrt. Aus diesem Leben kann etwas gemacht werden. Aber man denkt, nein, Yogalehrer. Yogalehrer, ja, sehr gut, aber ich kriege dann vielleicht nicht genug Geld. Oh nein, danke. Ohne Yoga ist besser. Oder das mache ich schon, aber nicht als Beruf. Deutschlehrer, ja, das ist eine gute Chance. Ja, warum nicht? Oder einfach Lehrer. Journalist. So, liebe Freunde, was hatten Sie früher im Kopf und warum? Was haben Sie heute im Kopf als also Traumberuf? Oder welche Berufe gibt es da für Sie, für die Sie Respekt haben? Ja, wer beginnt? Ja, warum nicht? Okay, Yash beginnt heute. Ja, bitte schon, Yash. Hallo, guten Tag, Devkaran hier und liebe Freunde. Mein heutiges Thema heißt Traumberuf was wollten Sie als Kind werden? So, los beginnt mein Thema. Zuerst früher wollte ich in Hotel arbeiten, aber mein Vater sagte, Regierungsjob ist sehr gut. Aber ich war nicht interessiert in Regierungsjob. Mein Vater sagte, ein wichtiges Ding. Ich gibt viele Ausstattungen Regierungsjob. Aber mein Herz durfte nicht Regierungsjob. Dann ich dachte, tiefe, warum nicht ich versuche Regierungsjob? Danach mein Vater riet mich Soldat Field. Dann ich war bereit Soldat Field. Danach ich stand 5 Uhr am Morgen auf. Ich lagte auf die Straße und in Chitrakoot Stadium und ich lagte in Gruppe. Und ich machte sehr ringen, aber Coronavirus kam. Dann mein Gesicht geändert. So endlich, es gab 2 Option, Hotel Management Kurs und Deutsch Sprachen Kurs. Danach ich fragte meine Freunde und Erfahrung Personen, welche Field ist sehr gut, Hotel Management und Deutsch Sprachen. Meisten Personen riet mich Deutsch Sprachen viele Gelegenheit und Wachstum und Freunde sagten, Hotel Personen gehen nicht Sprachen Field. Aber Deutsch sprachen Personen kommen Hotel Field. Das war wichtig Ding. Also, as long as das war gute Idee, ich war sehr glücklich, so endlich ich entschied und ich aufsuchte Deutsch sprachen Field. Heute lerne ich Deutsch bei Devkaran hier. Danke schon. Das ist alles für heute. Schönen Tag alle. Sehr schön. Wunderbar. Sehr gut, Yash. Yash ist in A2 gekommen und sehr motiviert. Sehr gut. Also, ja, Vater wollte was anderes für mich und ich wollte, ja, auch gegen Vater nicht sprechen, aber das gefiel mir einfach nicht. Inzwischen kam Corona. Danke, Corona. Okay, also Corona. So, bekam dann 2 Optionen und hat eine ausgewählt. Okay, gut. Next, bitte. 2 sind da in der Reihe. Ja. Srishti ist da und auch Manchi. Bitte schon, wer würde zuerst? Manchi, du? Sir. Okay. Yes.
Yes, sir. Was willst du werden? Was wolltest du früher? Bitte schon. Yes. Hallo alle zusammen. Heutiges Thema ist ein wunderbares Thema. Und das Thema heißt Beruf. Was wollten Sie als Kinder werden? Als Kinder wollte ich Ärztin werden. Denn es gibt viele Kinder auf der ganzen Welt, die keine gute Behandlung bekommen. Doch sie sterben deshalb, wollte ich Ärztin werden, damit ich das Leben der Kinder rette, damit sie diese schöne Welt auch sehen können. So, ich konzentriere mehr auf Biologie und Mathematik, damit das Kinder glücklich leben können, weil es viele Kinder gibt, die Herzprobleme, Krebs, Diabetes und viele andere Krankheiten. Also, das ist alles von meiner Seite. Danke für eure Zeit und eure Geduld. Danke sehr. Bitte schon. Ja, Srishti ist also jetzt in der Reihe. Bitte schon. Ja, hallo Sir, hallo allerseits, guten Tag. Unser heutiges Thema heißt Traumdel. Und als ich Kind war, wollte ich eigentlich eine Lehrerin werden. Aber jetzt bin ich ein Projektmanagement-Analystin auf die deutsche Sprache. Und ich wollte Lehrerin werden, aber ich letztes Jahr hatte ich eine Gelegenheit bekommen, wenn ich alte Freundinnen von mir Deutsch lehren. Sie wohnt, wo ich früher wohnte. Und sie war in die 12. Klasse und sie hatten Deutsch als ein Fach. Und ich habe ihr gelehrt, aber das hat mir eigentlich nicht viel Spaß gemacht. Und deshalb hat mein Traum etwas in Erfüllung gegangen, aber das war nicht für mich. Also, jetzt arbeite ich bei Deutsche Bank und. Und ich bin glücklich schon, oder? Ja. Natürlich. Sicher, aber es ist gut. Sehr gut. Okay. Heute ist meine Wenn ich erwachsen war, wollte ich eigentlich eine Arbeit bekommen, was mit Deutsch zu tun habe, und das habe ich in Realität bekommen. Ja, das war's. Danke. Wunderbar. Freut mich. Mein Großvater war als Bauer tätig. Mein Vater arbeitete bei der Regierung. Ich bin also Lehrer geworden. Das ist wunderbar. Wir haben eine Chance und wir müssen nicht bestimmt in einem Gebiet, an einem Ort arbeiten. Wir haben Freiheit. Wir können das wählen. Das ist eigentlich die Schönheit. Wir können wählen. Und ich freue mich sehr. Heute sehe ich viele Studenten von A2. Sheda ist auch da. Sie ist da. Ja, wunderbar. Ja. Harminder auch. Okay, Sheda, du bist dran. Yeshwar auch. Guten Tag, alle zusammen. Guten Tag. Heutiges Thema ist, was wollte sie als Kind werden? Das ist eine interessante Frage für mich. Als ich Kind, vielleicht 10 oder 12 Jahre alt war, wollte ich Ärztin werden. Für mich waren die Ärzte und Ärztinnen das Heldenvolk, weil sie Medien von der Lebensrettung sind. Sie helfen alle Arme und Reiche. Ich denke das jetzt auch. Aber im Laufe der Zeit merkte ich, dass Mathematik und Physik interessante Lehrfächer sind. Deshalb hat das mein Interesse für Ingenieurwesen geändert.
Ich habe Ingenieurwesen in Elektronik und Kommunikation studiert, aber ich bin noch arbeitslos, weil ich etwas extra Fähigkeit lernen will. Ich denke, dass nur Abschluss für einen guten Job nicht genügt. Ich habe jetzt nur ein Ziel, das ist Datenanalystin werden. Dankeschön. Sehr gut, wunderbar. Riddhi. Von A2, Riddhi Varda. Okay, Peter Wake, kein Problem. Next Person, wer würde weiter über das Thema sprechen? Lokoführer vielleicht, Pilot. Ich werde vielleicht dann also als Ballerina arbeiten. Ja, welcher Soldat ist auch nicht schlecht. Ja, Freunde, was als was wollen Sie arbeiten? Oder wollten einfach. Pertius, bist du auch da? Pertius von A2 vielleicht? Nein, nicht da, noch nicht. Okay, kein Problem. Dann Ashish. Unsere Wünsche, unsere Träume, die werden nie erfüllt. Ja, nein, warum nicht? Ja, wenn wir daran Gedanken machen, systematisch planen, dann schaffen wir. Heute oder morgen. Manchmal ist das schwierig, manchmal hat man was im Kopf und denkt man dann praktisch. Man träumt von etwas anders, aber muss irgendwo anders arbeiten. Das passiert eigentlich bei vielen, mit vielen. Man will was werden, aber dann, man darf nicht. Man hat vielleicht nicht genug Zeit oder Geld dafür. Oder momentan muss man Geld verdienen und darf nicht studieren. Aber das Ziel ist irgendwo anders. So ist bei fast allen. Nur wenige sind so glücklich, dass sie mögen etwas und sind auch tätig in diesem Beruf. Es ist auch manchmal möglich, dass heute bin ich glücklich, aber nach einigen Jahren habe ich keine Lust mehr, in dem gleichen Beruf weiterzumachen. Und dann, aber ich muss dann umschulen und Zeit ist schon vorbei zu studieren. So, manche Menschen, die intelligent denken, müssen eigentlich dafür auch im Voraus planen. Wenn sie wollen, dann können sie auch Schritt für Schritt das erreichen, was sie vielleicht machen wollen. Ich selbst begann meine Karriere, also am Anfang kurz, aber dann als Yogalehrer. Und ich war so glücklich. Ich dachte mir, mein Gott, das ist großartig. Ich mache Yoga. Ich verdiene auch Geld davon. Was kann Besseres sein im Leben? Und ich helfe anderen gerne. Also Gesundheitsbereich. Ich bin gesund. Meine Kunden sind auch gesund. Und das Leben wird so schön. Aber dann nach einiger Zeit dachte ich mir und mir wurde auch solche Ratschläge gemacht. Nein, da gibt es keine Karriere. Das habe ich vor also 25 Jahren gedacht. Oder 20, mehr als 20 Jahren schon jetzt. Und da hatten sie vielleicht recht. Und dann gleichzeitig habe ich was anderes gemacht. Dann dachte ich mir, was zieht mich an? Ich habe viele Berufe beobachtet, gesehen. Meine Eltern, meine Verwandten, Bekannten, Freunde, sie machten was. Aber das gefiel mir gar nicht. Ich wollte was Großartiges, Fantastisches machen. Und das sollte auch Spaß machen. Das sollte auch anderen helfen können. Und das sollte Menschen auch weiterbringen. Und dann begann ich mit meiner Karriere als Journalist. Das war wirklich noch einmal meine zweite Liebe. Und ich musste dann studieren. Ich machte also Magister und auch Bachelor. Abschluss habe ich als also in diesem Bereich gemacht und dann Magister auch. Dann arbeitete ich 5 Jahre, fast 5 Jahre. Ich war super glücklich, so begeistert, motiviert die ganze Zeit. Aber dann
wollt ich heiraten und ich dachte mir, wenn ich als Journalist heirate, wäre das problematisch für meine Familie. Ich muss etwas Neues, Schönes finden. Jetzt ist das auch nicht genug. Also das ist schon gut, aber mit der Familie geht das nicht. Und dann habe ich Deutsch gelernt, meine dritte Liebe. Und jetzt bin ich auch super, wieder so glücklich, wie ich einmal war. Also manchmal, wenn wir glücklich sein wollen, müssen im Voraus was denken, ausdenken und etwas Schönes, Schöneres finden. Dann sind wir glücklich. Also ehrlich gesagt, als Yoga-Lehrer war ich super glücklich. Ich war sehr aktiv und kreativ. Als Journalist war ich super, super glücklich und arbeitete 12 Stunden am Tag mindestens. Und jetzt auch, mein Gott, ich bin wirklich glücklich, dass jetzt habe ich auch wieder meine Liebe gefunden. So, wenn... Wir sind auch glücklich. Ja. Dass wir haben so gut Lehrer. Inzwischen versucht man unterschiedliche, aber das sind nicht nur drei Berufe, die ich probiert habe. Ich habe bei 15 Firmen gearbeitet, aber meine Liebe, also ist bei diesen drei Berufen. Jetzt bin ich Teilzeit-Journalist, also jetzt bin ich Teilzeit-Yoga, also Uber. Ich übe Yoga, aber dann mein Beruf ist Deutsch, Deutsch lernen. So, was machen Sie, Freunde? Wo ist Ihre Liebe? Ja, es gibt wunderbare Berufe, geile Berufe, aber wir können nicht alles machen. Wir müssen dann konzentriert, also gezielt daran Gedanken machen, was uns auch Spaß macht. Jemand will reisen, dann sollte man vielleicht solche Berufe, vielleicht Dolmetscher oder Reiseleiter werden. Dann kann man das Ziel erreichen und glücklich sein. Wir müssen auflisten. Wir müssen dann auch Vorteile, Nachteile suchen. So können wir selbst Entscheidungen treffen. Was haben Sie vor, Freunde? Ja, wer ist dran? Also ich muss sprechen die ganze Zeit, wenn Sie nicht Hände hoch zeigen. Wenn ich Ihre Hand hoch sehe, dann muss ich nicht also viel sprechen. Ja, Rashmi ist da. Bitte schön, Rashmi. Guten Tag alle. Wenn als ich Kind war, wollte ich eine Stewardess werden. Und das war von meinem Vater empfohlen. Und er hat mir gesagt, dass eine Stewardess reist viel und sie ist in große, gute Restaurant. Und sie geht der Welt über und sie kann hier fahren und sie kann kostenlos fahren und sie verdienen gut. Und deshalb hatte ich ein großes Interesse in diesem Karriere gehabt, besonders wenn ich in der ersten Klasse war. Und danach habe ich für ein paar Jahre immer gedacht, Gedanken gemacht, dass ich eine Stewardess werde, wenn ich ein Erwachsener werde, werde ich eine Stewardess. Aber danach hatte meine Pläne geändert und jetzt kann ich, aber es war nur ein Traum als ein Kind. Jetzt weiß ich mehr darüber, zum Beispiel ich weiß, was für eine Abbeutung sie stehen vor und andere Probleme, zum Beispiel die Krankheiten, die sie haben, weil der Air Pressure in dem Himmel ist nicht so gut und sie haben viele Krankheiten auch und sie müssen sich immer schminken. Das kann ich nicht machen. Ich denke, dass meine Haut wird Probleme haben, wenn ich mich jeden Tag schminke und so weiter. Und
Es gibt auch ein Problem, dass sie brauchen bestimmte Körpermessungen. Zum Beispiel, sie sollen so hoch sein und sie sollen wie lange von ihrer Hand soll nach diesen Messungen sein. Und ich kann es nicht erreichen. Ich bin nicht hoch genug, eine Stewardess zu werden. Aber jetzt bin ich auch nicht, jetzt mache ich auch nicht böse davon, weil ich meine Pläne verändert habe, schon in den Schulzeiten verändert habe. Und ich denke, dass man nicht immer einen Plan für ihre Karriere hat. Manchmal habe ich meine Karriereoptionen auch verändert. Zum Beispiel nach der 12. Klasse wollte ich nicht in dem nach dem 10. Klasse wollte ich ein Ingenieur werden, aber nach der 12. Klasse habe ich meine Interesse in Wissenschaft ganz verloren und danach bin ich in den Fachbereich von Sprachen gekommen und jetzt bin ich jetzt auch suche ich nach Optionen. Und ich habe vieles versucht und ich denke, dass ich bin in dem Zeitalter, wo ich denke, dass irgendeine Job reicht, weil wir sehen die Bedingungen in unserem Land und es ist zu schwer, schwierig, einen Job zu kriegen. Und jetzt denke ich, dass irgendein Job als ein Anfang werde ich kriegen und danach kann ich eine gute Job haben, die mich gut interessiert. Ich denke, ich weiß nicht, ob viele von Ihnen auch diese Probleme haben, dass sie nicht verstehen können, ob sie diese Karriere unbedingt haben will oder nicht. Aber ich denke, es kommt eine Zeit in dem Leben von einer Person, wo er diese Entscheidung treffen muss. Dankeschön. Sehr schön. Wunderbar. Also alles kann ein Beruf sein. Wir müssen selbst entscheiden. Unsere Eltern vielleicht haben was anderes vor. Unsere Freunde machen andere Vorschläge. Sie machen schon was anderes. Und sie sind damit glücklich, aber das bedeutet nicht, dass ich muss auch damit glücklich sein. Manchmal gibt es eigentlich etwas von drinnen. Und wir können einfach nicht anderen folgen. Wenn das uns auch Spaß macht, dann schon. Warum nicht? Aber wir sollten das selbst entscheiden. Nicht einfach, weil die anderen das machen. Wir beobachten so viele Menschen. Es gibt tausende Berufe, aber wir müssen diejenigen Berufe auswählen, die uns vielleicht passen. Wir sind unterwegs, wir machen schon eine Reise, aber dann, das sollte uns gefallen. Okay, next.